Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hide the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier im Kloster angekommen, denn wir wollen ja immer noch den Almanach stehlen, um unsere Geschichte umzuschreiben, damit wir gefahrenlos in die Ära Tascans des Vierten zurückkehren können. Im Kloster waren wir schon, genau. Und jetzt sind wir im Laboratorium, nicht im Kloster. Egal, auf jeden Fall waren wir schon im Kloster und haben da den Almanach gestohlen. Und jetzt sind wir eben hier im Laboratorium, wo wir ja schon in der Ära Tascans des Zweiten waren. Und warum liegen hier Pfeile rum? Cool. Und den will ich mal wieder wegrüsten, den Schlüssel. Der nervt mich nämlich gerade so. Hier waren wir ja schon und haben Gustus damals befreit. Und jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus. Wir haben da einen Schalter, der wird leider nichts tun. Dafür müssen wir erst diese Kombination hier aktivieren. Also, ja, ich habe leider nichts zum Schreiben da. Ich bin schlecht vorbereitet. Eine Waage, eine Waage mit Ball drüber und ein Dreieck mit zwei Armen. Falls ihr euch erinnert, wir hatten auch schon unten in der Kanalisation eine Kombination, die wir gefunden hatten. Ein violetter Trank, den werde ich natürlich sehr gerne mitnehmen. Den werden wir auch gleich brauchen können. Da unten war jedenfalls noch eine Kombination. Ich habe zu viele Pfeile. Und die war, soweit ich mich erinnere, ein eckiger Pac-Man, dann das Dreieck mit zwei Armen und ein Stoppzeichen mit einem Dreieck drin, also ein Achteck. Und das werden wir als erstes mal ausprobieren. Ich glaube, das müssen wir sogar als erstes machen, aber das schauen wir dann mal. So, den roten Trank da hinten möchte ich gerne auch noch haben. Ja, die Tür tiefer ins Laboratorium ist leider nicht mehr da, also wir können nicht mehr zu dem Planetarium. Aber daran lässt jetzt wohl nichts ändern. Gehen wir mal wieder zurück zu den Dampfrohren. Vielleicht können wir den Alchemisten ja davon überzeugen, dass er uns die Maschine nochmal benutzen lässt. So, und ich rüste schon mal mein Schwert aus, denn jetzt kommt eine Szene, bei der ich mich schon mal gut erschrocken habe. Nämlich, ich laufe um die Ecke und auf einmal ist ein Gegner. Ja, super. Das heißt, es hat sich schon ein wenig was geändert, seitdem wir hier weg sind. Der Alchemist ist nicht mehr da. Das heißt, wir können die Maschinerie in Gang setzen. Und das werde ich auch gleich mal tun, wenn Hype denn so nett wäre, hier hochzuklettern. Ja? Braver Hype. So. Ich frage mich, ob wir hier noch mehr blaue Tränke erzeugen können, wobei das lohnt sich absolut nicht. Also einmal, es geht, glaube ich, schneller, wenn ich das Rennen mache und noch schneller, wenn ich sie einfach im Laden kaufe. Aber wie auch immer. So, wir wollen erstmal hoch zum eckigen Pac-Man. Der ist, wo ist der denn? Hier ist das Stoppschild. Ich glaube, da oben ist der. Da, jawohl. Hallo, Hype, gehst du bitte mal hoch? Dankeschön. Und hier ist das Stoppschild, das heißt, alles kein Problem. Solange ich jetzt rüberkomme, wunderbar. Ich hätte vielleicht abspringen sollen. Ich glaube, das wäre sehr sinnvoll gewesen. So, hopp, wunderbar. So, auf dich warte ich noch. Da oben ist ein grünes Kraut. Das werde ich mir, glaube ich, auch schnappen. Wobei ich grüne Kräuter eigentlich nicht so brauche, aber okay. Wir machen nicht erst... Hallo? Okay, wir machen doch erst den Dampf. So, einmal das. Und ihr seht schon, da oben geht die Kamera hin. Das heißt, sobald wir das aktivieren, wird da oben sich das Ding auch drehen, was sich jetzt noch nicht dreht. Und ich will nur mal eben gucken, wofür genau das denn gut ist. Ja, seht ihr da, wir brauchen das für die doppelte Wippe. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall die Kombination aus der Kanalisation aktivieren. Und ich würde jetzt gerne da unten hin, zu dem Dreieck mit den Ärmchen. Muss nur aufpassen. Wow, da ging das Rohr durch meinen Kopf durch. Ich muss nur aufpassen, dass ich halt nichts anderes aktiviere. Denn dann ist die Kombination kaputt. Ich darf also nicht irgendwo bei dem anderen Symbol den Dampf durchlassen. Das wäre schlecht. So, aber das haben wir schon mal geschafft. Dann aktivieren wir jetzt noch das Achteck mit dem Dreieck drin. Und dann kommt eine verdammt üble Szene. Also, da werde ich garantiert den lilanen Trank verbrauchen. Aber seht selbst, was jetzt passiert. Ja, natürlich erstmal bewegt sich da oben das. Aha, ein Spion im Dienste des Königs. Du warst es also, der das Rohr aktiviert hat. Hier kommst du nicht mehr raus. Ich fürchte fast, dass er recht hat. Denn das Problem ist, jetzt stehen hier drei Wachen, die uns mit Pfeilen abschießen. Und die machen
halt zu dritt verdammt viel Schaden. Ich versuche mal in Bewegung zu bleiben auf der Plattform, da treffen sie mich nicht so sehr. Aber es ist halt trotzdem verdammt nervig. Komm, stirb. Wobei, das läuft gerade besser, als ich es erwarten würde. Ja, wahrscheinlich schießen mich jetzt alle ab. Komm, so, einen haben wir schon mal erledigt. Gut, den da unten kann ich von hier aus nicht treffen. Wie steht's denn mit dem? Oh Gott, hier wollte ich gar nicht runterfallen. Jawohl, hier ist noch einer. Gut, wenn ich den erstmal erledige. Sehr schön, das läuft alles wirklich besser, als ich erwartet hatte. Also ich bin hier schon sehr oft gestorben. Ich habe die Aufnahme ehrlich gesagt auch schon mal versucht. Und bin dann hier verreckt, aber sie ist sowieso nichts geworden. Von daher ist das nicht so tragisch, dass ihr das jetzt nicht gesehen habt. Also, beziehungsweise, dass ich dann die Aufnahme abgebrochen habe, weil ich hatte echt keine Lust weiterzuspielen. Denn ich habe sehr viel gelabert und bla, und dann sterbe ich auf einmal, müsste alles nochmal machen und da hatte ich keine Lust drauf. Ja, wunderbar. Also bis hierhin hatte ich dann gespielt und jetzt muss ich gerade mal überlegen. Die Kombination drüben war erstmal die doppelte Wippe ganz oben, ne? Dann kam die Waage. Also ich nenne das jetzt einfach mal so Punkt mit Strich drunter, aber ich finde Waage klingt da besser. Und als letztes kam dann wieder das Dreieck mit den Ärmchen, ne? Ich frag mich, wofür da oben das gut ist. Achso, das ist für gar nichts gut, vermute ich mal, da oben Dampf einzuführen. Die braucht einfach nur ein Symbol, um das Ding drehen zu können oder so. Ich weiß es nicht. Ist mir auch relativ gleichgültig. Wie komme ich denn da hoch? Na, von hier aus nicht. Ich hätte da wieder abspringen müssen, ne? Was für ein langatmiges Rätsel. Aber nun gut, komm. Geh da hoch, halt. Dankeschön. Und jetzt spring bitte noch hier drauf. Sehr schön. Ah, wunderbar. Gut, da ist auch gerade unsere Mitfahrmöglichkeit. So. Fangen wir mal an. Nummer 1. Sehr gut. Ach, da sehen wir die Kombination auch nochmal. Gut. Gut, gut, gut. Jetzt müssen wir dahin. Da kann ich mich drauf fallen lassen. Nein! Und genau in dem Moment bewegt sich die blöde Plattform. Das hat natürlich meine Bewegung verfälscht. So. Aber das ist ja kein Problem. Wir gehen da einfach nochmal hin. Nein, geh da hoch. Da ist gerade die... Hype, du bist so unfähig. Jetzt müssen wir natürlich warten, bis das Ding einmal rumgefahren ist. Weil von hier aus komme ich auf keinen Fall darüber. Interessante Mechanik überhaupt. Ich meine, wie bewegen sie das? Auch mit Dampf? Und was steuert das? Ich meine... Egal. Das wird schon irgendwie funktionieren. Magie! So, als nächstes das. Und dann kam das Dreieck mit zwei Ärmchen hier, ne? Jawoll. Dann gehen wir einfach wieder hier runter. Das ist jetzt kein Problem mehr. Da ist noch ein Zeichen, das wir eigentlich nie aktiviert haben, oder? Das da. Oder brauchten wir das zufällig für den Trank des Lebens? Den blauen. Muss ich nochmal eben nachschauen. Natürlich. Naja, das stimmt, da brauchen wir das. Und jetzt hört die ganze Maschinerie auf, sich zu bewegen. Einfach, weil wir die Tür geöffnet haben. Ist klar. Aber ich höre es immer noch quietschen. Ach toll, da oben, das bewegt sich noch weiter. Na super. Egal. Ich zücke schon mal das Schwert, um mich vor weiteren Überraschungen zu bewahren. Und ich werde vor allem mal speichern, damit ich, falls ich sterbe, das Ganze nicht nochmal machen muss. Ja. Dankeschön. So. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Da gucken wir uns mal an, was sie so aus dem Laboratorium gemacht haben. Hinein in den... Habe ich da was gehört? Ein Gegner? Nein. Was macht eigentlich das hier, der Knopf? Der müsste doch auch irgendwas machen, oder? Hat er zufällig hier das Gitter geöffnet? Nee. Dann bin ich gerade ein wenig ratlos. Ich muss mal eben gucken, was für Zauber ich eigentlich habe. Ja, ich kriege diese Ära noch einen Zauber und ich weiß sogar, wo der ist. Von daher dürfte hier nichts mehr sein. Oh, was haben wir denn hier? Ein Buch? Ich vermute, das ist wieder ein kleiner Fehler in dem Glide-Wrapper, den ich benutze, dass wir jetzt hier auf einmal zwei Bücher haben. Natürlich ist nur der eine Almanach real. Das ist schon sehr seltsam. Jetzt hast du den Almanach der Alchemisten. Sehr gut, dann fehlt jetzt nur noch der von... na, wie heißt er denn? Und wie komme ich nochmal auf die Karte? Ist es so lange her, dass ich gespielt habe? Okay, ich komme gerade nicht in die Karte. Auf jeden Fall... Der Typ in der Festung, den wir damals auch aus dem Laboratorium hier befreit haben, zusammen mit Enostus heißt er, glaube ich, oder? Oder war das der Name vom Schwarzen Ritter?
Auf jeden Fall einer der Alchemisten, der Hofalchemist des Königs, den wir hier auch befreit haben, soweit ich mich erinnere. Und ja, der hat auch einen Eimer nachgeschrieben und befindet sich eben in der Festung, wo wir jetzt auch hinwollen. Ich gucke gerade, ob es hier noch einen anderen Weg raus gibt, aber ich fürchte, wir müssen wieder den durch die Kanalisation bestreiten. An den Rohren vorbei. Und dann schauen wir mal. So, da werde ich nicht wieder reingucken, weil die Banner sind wieder da. Ja, sehr nervig. Ja, beim letzten Mal hatte ich halt hier auch nochmal die Kombination nachgeguckt und gekämpft und es war alles sehr nervig. Und natürlich dann keine Lust mehr. Wie auch immer, ihr habt ja nichts verpasst. Ich spiele das ja alles natürlich nochmal und so weiß ich wenigstens die Kombination, die ich mir wahrscheinlich auch gemerkt hätte, hätte ich die Folge hier direkt nach der anderen aufgenommen. Aber zwischen den beiden Aufnahmen liegt ja jetzt schon über einen Monat. Deswegen ist das wohl nicht so schlimm, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Also ich meine, ihr verpasst nichts. Von daher sollte das eigentlich nicht so schlimm sein. Wo kamen wir eigentlich nochmal raus? Ich weiß es gar nicht genau. Wir müssen nur noch einen Weg finden in die Festung hinein. Aber ich glaube, da weiß ich sogar, wie wir da hineinkommen. Hoffe ich zumindest. Na, komm. Da waren wir doch sogar schon drin, oder? Ja, natürlich waren wir da schon drin in der Festung. Ha. Ach ja, genau, durch die Kanalisation. Sehr gut. Dann müssen wir hier nur noch hoch und den Brunnen nach oben nehmen. Den Brunnenaufzug. Das ist irgendwie, ich spiele lauter oder viele Spiele, die irgendwie sowas haben. Ich meine, Little Big Adventure hatte auch schon einen Aufzug in die Kanalisation. Hierhin Hide the Tide Quest gibt es einen Aufzug in die Kanalisation. Ist eigentlich gar nicht mal so ein schlechter Trend, wie ich finde. Ich finde, wie gesagt, das sollte es im echten Leben auch geben. Aber nun gut. Wir wollen in die Festung. Und soweit ich mich erinnere, müssen wir dann hier hochklettern. Ja. Jawohl, da ist die Leiter. Sehr gut. Na, halt, möchtest du da hoch? Dankeschön. Und einmal durch das Dach. Also, Taskane Dritte. Na toll. Taskane Dritte sollte definitiv mal was mit wegen der Sicherheit machen. Ich meine, wenn ich hier einfach so einbrechen kann, dann können das andere auch. Und wenn gerade ein Bürgerkrieg herrscht, dann ist das gar nicht mal so gut. Stellt euch mal vor, aus dem Park der Helden entkommen und brechen dann beim König ein, um ihn umzubringen. Das wäre alles andere als gut. Zumindest für den König. Ich habe da keine Seite. Wobei, Taskane Dritte ist nett. Deswegen möchte ich, dass er überlebt. Zumindest, oder beziehungsweise eines natürlichen Todes stirbt. Hallo? Möchtest du bitte da mal reinspringen und nicht daneben? Oh, Hype. Warum bist du gerade so unfähig? Na komm schon. Dankeschön. So, jetzt bitte die Leiter wieder hoch. Ja, ich weiß, Hype, das ist anstrengend. Aber weißt du, es wäre viel weniger anstrengend für dich, wenn du einfach direkt beim ersten Mal... Genau das meine ich. Jetzt musst du das alles nochmal machen. Du stehst dir selber im Weg. Oh Gott, ey. So, nochmal bitte. Dankeschön. Geh da hoch. Nicht springen. Hochklettern. Dankeschön. So, hier rüber. Und jetzt ganz vorsichtig. So, sehr schön. Und jetzt auch schon direkt richtig ausrichten und... Warum springst du daneben? Warum fällst du da runter, ey? Oh. Es tut mir leid, Leute, aber irgendwie komme ich da gerade nicht rein. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie stelle ich mich wirklich sehr dämlich an. Ich will doch nur da rein. Ich meine, ist das denn so schwer? Eigentlich nicht, oder? Naja, aber ihr wisst ja, ich und Sprungpassagen. Wobei in 3D-Spielen geht das eigentlich sogar. Normalerweise habe ich nur in 2D-Spielen Probleme damit. Was eigentlich... geht doch. Was eigentlich seltsam ist, weil viele Leute können das besser in 2D-Spielen als in 3D-Spielen. Aber nun gut. Ach, Ladezeiten. Wenigstens sind die hier schnell. Ja, wo sind wir? Festung Ära, das kann es der dritten. Wir müssen wahrscheinlich wieder die Zugbrücke runterlassen, deswegen betätige ich diesmal direkt den Schalter. Ja, sehr gut. Genau, fahrt die Zugbrücke wieder hoch. Und du wirst jetzt leider draufgehen müssen. Komm, stirb. Dankeschön. Ach, blaue Pfeile. Was soll ich denn damit? Hopp. Ah, den sollte ich vielleicht auch erstmal ausschalten. Ich hasse Bogenschützen in diesem Spiel. Die sind so nervig. Dankeschön für die Plastiks. Und
Dann wollen wir mal die Zugblöcke komplett runterlassen. So. Auf geht's. Um die anderen kümmere ich mich jetzt nicht mehr, auch nicht um den da oben. Ich möchte einfach in die Burg rein. Und Innostus? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Auf jeden Fall den Typen finden. Ich würde eigentlich auch gerne mal die Karte wieder aufrufen, aber... Moment. War es nicht irgendwo hier? Ah, auf Ende rufe ich die Karte auf. Sehr gut, ja, die Festung. Steht leider nicht, wen wir da genau besuchen sollen. Ich zücke vorsichtshalber nochmal das Schwert, falls hier irgendwelche Wächter sind. Aber das scheint nicht so der Fall zu sein. Sehr gut. Dann... Achso, ich muss ja das Schwert ausgerüstet haben, um zu zaubern. Dann gehen wir mal hier in den Geheimgang, den wir ja schon mal entdeckt hatten. Denn das dürften seine Gemächer sein, hoffe ich zumindest. Jawohl, da ist zumindest jemand. Hallo! Dich kennen wir doch. Guten Tag, Hype. Ich habe mich in dir getäuscht. Du bist sehr stark. Willkommen in deinem Raum. Was? Dem des Meisterkämpfers. Hör zu, der König verhandelt mit den Männern des Parks der Tapferen. Aber ich habe schlechte Nachrichten für ihn, wenn er wiederkommt. Innostus, sein Alchemist, hat ihn verraten. Er ist mit seinem Almanach geflohen. Innostus will die Ankunft des Schwarzen Ritters vorbereiten. Man sagt, er lebt in einem schwarzen Turm, der nur vom Himmel aus zugänglich ist. Oh, dieser Verräter! Er hat das schon von langer Hand vorbereitet. Er hat auch bereits Leute angeheuert. Nun gut, jedenfalls, leb wohl, Halb. Du bist ein wahrer Meister. Das sind natürlich keine guten Nachrichten. Innostus hat sich verkrümelt. Denn er wurde zum Nachdenken angeregt, als wir ihn in der Ära Tuscans des Zweiten befreit haben. Und jetzt bereitet er die Ankunft des Schwarzen Ritters vor. So irgendwie sind wir vielleicht sogar ein bisschen mit selbst daran schuld, dass der Schwarze Ritter überhaupt gekommen ist. Ja, das ist natürlich nicht besonders toll. Aber was bleibt uns anderes übrig, als jetzt in den Himmel zu gehen? Und da wird uns sicher der Drache helfen, dessen Namen ich auch vergessen habe. Das ist furchtbar, ich habe viel zu lange nicht mehr gespielt. So, ich gucke nochmal kurz auf die Zeit. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Das sollten wir... Zartila, so heißt der Drache, genau. Da sollten wir es zu Zartila schaffen. Und dann beim nächsten Speicherpunkt werde ich dann mal die Aufnahme beenden, denke ich. Aber bis dahin muss ich erst noch ein paar Sachen machen. Zum Beispiel aus dieser Festung entkommen. Möglichst unbeschadet. Was nicht so einfach sein wird, weil mir schon wieder Bogenschützen im Weg stehen. Oh, ich hasse sie. Hopp. Oh, er trifft mich trotzdem im Flug. Das ist unglaublich. So, immerhin ein paar rote Pfeile, die kann ich gebrauchen. Vielleicht sollte ich zwischendurch auch nochmal im Laden vorbeigehen, um mir ein paar Tränke zu holen. Ich glaube, das mache ich auch noch. Na, wie viel Zeit habe ich denn noch? Ja, gut, das ist... Ich habe doch gerade jetzt auf die Uhr geguckt. Das ist aber noch in Ordnung. So, ab in die Stadt. Diesmal kann ich auch hier runterfliegen. Natürlich springe ich trotzdem aufs Dach. Das war natürlich sehr gut. Geld. Wie viel Geld habe ich? 240 Plastiks. Das wird nicht für so viel reichen. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall in die Vergangenheit reisen, weil da sind die Preise einfach besser. Wobei, Moment. 5 Nippler. Ach nee. Ich kaufe mir doch keine. Das reicht mir so. Zum Schmied sollte ich vielleicht nochmal gehen. Mein Schild hat ein bisschen gelitten. Na, wie viel verlangst du? Ja, komm hier, nimm deine 75 Plastiks. Dankeschön. Ja, ja, Hype, das hast du schon mal gemacht. Du musst nicht jedes Mal so posieren, wenn jemand dein Schild repariert. Und ich denke mal, ich werde hier im Laden auch noch was kaufen. Wie gesagt, ich habe jetzt keine Lust, in die Vergangenheit zu reisen. Das wird schon so in Ordnung gehen. Wobei, wir haben hier nur rote Tränke. 90 Plastiks für einen roten Trank. Ja, hallo. Das ist aber viel. Nee. Einen weiteren können wir uns gar nicht leisten. Na super. Wie auch immer. Hast du uns noch was zu sagen, eigentlich? Ah, guten Tag. Ich weiß nicht, ob ihr es wart. Ah. Aber ein Ritter hat die Bienennester im Wald zerstört. Und das nicht zu früh. Man konnte nicht einmal mehr friedlich spazieren gehen. Ich hoffe, nächstes Mal reagieren die Ritter etwas schneller. Och, bestimmt. Es war bestimmt ein sehr gut aussehender und charmanter und intelligenter Ritter, der diese Bienennester zerstört hat. Eigenlob stinkt. Also ist hier nicht noch irgendwo ein Speicherpunkt?
Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir, wenn wir in den Himmel kommen, so wie sonst immer, direkt am Anfang speichern können. Das wäre dann natürlich blöd, wenn ich die Folge so lang ziehe. Vielleicht wollt ihr das sehen, aber ich wollte die Folgen jetzt nicht mal so überziehen. So 20 Minuten, 25 Minuten sind in Ordnung, aber mehr ist dann doch doof. Hopp, haha. Da ist gerade ein Ritter über dich drüber gesprungen, Skelett. Das solltest du nicht auf dir sitzen lassen. So, mal schauen, wie viele Baumstämme uns jetzt wieder erschlagen werden. Oder uns im Weg... Hallo, Hype? Spring doch einfach drüber. Dankeschön. Keiner diesmal, ne? Das ist eine Überraschung. War hier zufällig ein Speicherpunkt vor dem Kloster? Nein. Da war früher mal einer, oder? In irgendeiner Ära. Egal. Ja, der nächste Speicherpunkt ist dann hier jetzt gleich rechts bei der verlorenen Stadt. Müsste der zumindest sein. Dann werde ich da speichern gehen. Hallo. Genau, jetzt hier links oben. Dann werde ich hier speichern gehen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, hoffe ich. Also macht's gut und bis dann.